Yeah, 300.000. Beste Aufträge, Leute. Beste Aufträge. Rede mit Rainer Trace an der Concordia. Ich soll jetzt wieder mit ihm reden, aber... Hier ist eine Begegnungsmission und die machen wir jetzt mal. Die dürfte nicht so weit weg sein. Wir gucken uns die jetzt mal an, damit ihr die auch mal gesehen habt. Und willkommen in Gamaridia, Jessebal. Vielen Dank für deinen Follow. Also müssen wir den Hauptrahmen durchspülen. Ja, aber mal so deftig. Aber da musst du hier schon mit einem Hochdruckstrahler durch sein, ne? Okay. Greetings. Our ship needs some repairs. Would you help us out, please? Klar doch. Ich mag die Begegnungsmissionen, die sind lustig. Denn ich hatte jetzt zweimal ein Trümmerfeld, wo ich dann die Wracks gescannt habe, um noch einen anderen Ort zu finden, wo überall Fracht rumlag. Und jetzt haben wir auch mal so eine Reparaturmission, einfach so. Finde ich lustig. Ich darf ihn so nicht reparieren, ich muss dann transporten. Thank you for the repairs. We appreciate it. Ja, meine Techniker sind die schnellsten, die es gibt. Wow, 5 T-Drives. Ich glaube, ein T-Drive kostet 30.000. Und wir haben jetzt 5 davon. Das heißt, wir können jetzt 5-mal selbst springen. Oder, ich glaube, also 5 Sektoren weit können wir springen, meine ich, ist das. Ist ein bisschen Arsch manchmal, aber... Setting course. For good measure machen wir jetzt noch eine Kill-Mission und dann machen wir noch mal eine weitere Story-Mission. Kurz vor der zweiten Hauptmission. Das ist schön, Gimli. Die geht aber noch. Also die kannst du noch mit dem Startschiff schaffen. Die eben hätte ich nie mit dem Startschiff geschafft. Wir wären definitiv zerballert worden. Ja, manchmal kommen unendlich viele. Das nervt mich auch. Ist halt, dass die keinerlei Taktik erfordert, sondern es allgemein vom MG abhängt. Du meinst vom RNG abhängt, wie viele man von denen ausschalten kann. Nicht ganz nur vom RNG, aber der RNG spielt natürlich da wieder ekelhaft mit, ne? So richtig so pervers aufs Maul spielt er da mit. Realigning course. Bis später, Neogeist. Und viel Spaß und guten Hunger beim Treffen mit den Leuten und so. Ich glaube, ihr esst doch was, ne? Ihr geht essen. Guten Hunger. Ja, wir sehen uns in XCOM wieder. Ich bin gespannt. Ja, 5 Uhr morgens, Neo. Ich sag's dir. Wir ballern heute XCOM durch, bis es zum geht nicht mehr. Und wenn ich 25 Mal bei der Mission laden muss, damit die Campaign nicht fehlschlägt, ist mir egal. We still do it. So, ein schönes Jobangebot. Wie wär's? Stufe 1. Really? Das lohnt sich ja nicht mehr dahin zu fliegen. Stufe 6 passt schon eher. Dafür kriegen wir nämlich ein schönes Schiff, wenn wir es schaffen können, den zu übernehmen. Ah, noch etwas, was sich geändert hat von zweiten Teil zu diesem Teil. Und zwar, man muss keine Soldaten mehr rekrutieren. Sobald man landet, hat man automatisch wieder eine volle Kompanie. Und das ist ziemlich geil, finde ich. Das ist so Micromanagement, das einfach total unnötig war. Weil wenn du landest und hast nicht volle Soldaten, warum packst du nicht wieder alle rein? Die kosten nichts. Sind einfach nur Opferlämmer. Und das fand ich immer schon ein bisschen tedious im zweiten Teil. Und ich bin froh, dass das jetzt nicht mehr so ist. Warte mal, sieht man das hier auf dem Schiff? Ja, 39 von 39 ausgeholt. Wir haben jetzt sogar ein paar mehr. Auch wenn man das leider vorher nicht sehen konnte. Finde ich ein bisschen schade. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, den nicht zu töten, sondern einfach zu kapern. Und dann kriegen wir sicher 500.000 für das Schiff. Bei einem Stufe 6 Ding? Ich denke mal schon. Stimmt, essen und trinken beim Stream. Na, essen nicht, aber trinken. Aber ich hatte auch irgendwie Pech. Ich habe bei der Mission, wo man Mox und Helena holen musste... hatte Pech bei der Mission, okay. Ich habe nicht gerafft, dass man... zwei Zweier-Quads auswählen muss. Das Quads auswählen muss und bin dann mit 4 Rookies in die Mission... Oh ja, das ist ekelhaft, Carter. Wenn du dann wirklich mit Rookies dahin gehst... Ich will mir jetzt angewöhnen, bei XCOM am Anfang... immer die besten Soldaten zu nehmen, wenn ich es kann. Immer. Immer, immer, immer. In jeder Mission. Einfach, um die möglichst schnell auf Captain zu bringen. Captain ist so eminent wichtig in XCOM. Es ist einfach nicht die Möglichkeit. Und deswegen nehme ich immer nur noch die Stärksten mit. Ganz egal, was los ist. Warte mal. Können wir uns doch gerade mal ein bisschen was gönnen.
Das mag ich an dem Spiel, dass man halt hier auch wirklich Großkampfschiffe kontrolliert. Das ist wie in X. In X mag ich das auch, aber in X ist es halt von der Engine her anders. Und man kann nicht wirklich so gut kontrollieren, was das Schiff wirklich tut gerade. Man kann es nur steuern. Und das gefällt mir an X halt nicht ganz so gut. Weil ich finde, da verschenken sie viel Potenzial. Und ich finde das hier eigentlich super gut. Ich habe immer schon von so einem Game geträumt, wo du einfach im Grunde der Captain bist auf einem großen Schiff und musst dann also so Hindernisse bewältigen. So ein bisschen Star Trek-like, nur halt nicht so lame wie Star Trek. Sorry, ich mag Star Trek auch, aber ich finde halt die Schiffe ziemlich hässlich und lame. Bis später, Neo. Hier gibt es nichts zu sehen. Langstreckensensoren. Mal gucken, wo der Wegpunkt mich hinführt. So, wir haben auch noch nicht wirklich viel von der Karte erkundet. Ich meine, schaut mal. Das ist die ganze Karte. Und wir haben davon vielleicht 1%. Was ist das? Nee, zeigt kein Erbarmen. Wir wollen das Schiff haben. Ich habe auch hier meine Energieverteilung umgestellt. Sehr stark auf Schilde, ein bisschen weniger auf Waffen und gar nicht auf Antrieb. Weil in der Gefechtssituation ist mir der Antrieb ziemlich wurscht. Denn ich kann den Geschossen, auch den schweren Geschossen, nicht ausweichen. Also ist mir das doch egal. Dann brauche ich keinen Antrieb. Ich muss nur genug mich bewegen können, um nicht immer das gleiche Schild dem Gegner zu präsentieren. Yeah, jetzt kriegen wir wieder schön neue Leute auf der Medizinstation. Klasse. I like it. Schildgenerator. Den könnten wir jetzt im Grunde auch plündern und zerstören damit, aber das wollen wir nicht. Ich habe kein Interesse daran, das Schiff zu zerstören. Ich habe Interesse daran, es zu übernehmen. Waffenkontrolle dann. Okay, jetzt kommen wir auf die Brücke. Mal gucken, wie viele übrig sind. 18. Ah, das wird schwierig. 60% Chance ist nicht hoch. Nicht geschafft. Damn it. Ich kann jetzt auch nicht nochmal versuchen. Denn wir haben nicht mehr genug, Truppen. Also müssen wir ihn jetzt wirklich töten. Ihr macht mich wütend. Ja, das habe ich vor. Guck mal. Gefechtskopf in die Freeze. Tja. Schade, ich hätte ihn gerne gekapert und nochmal richtig schön Geld abgesahnt. Da ist ein Außenposten, da ist ein Bergbaubetrieb, ein Relay-Satellit. Oh, die mögen mich aber überhaupt nicht in die Ahi. Okay. Aber Phineros liebt mich. Meine ich. Hier kann man auch irgendwo kann man hier umschalten, oder? Wir können Befehlswarteschlange machen. Ich meine, irgendwie kann man hier auch die Karte umschalten. Und sich andere Sachen anzeigen lassen. Zumindest ging das im zweiten Teil. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das hier auch ging. Credits, das sind irgendwie verschiedene Credits. Ich habe keine Ahnung, warum es hier zweimal welche gibt. Hier sind auch Credits. Credits. Okay, das ist ein falscher Tooltip. Ich will dahin. Nee, ich will nicht dahin. Ich will dahin. Engaging Sublight. Du spielst auch auf Commander. Oh, eine Chaoskarte. Das ist ja nice. Das ist ja nice, Karte. Das ist ja nice. Ja, das ist nicht so easy, das stimmt. Ich spiele alles bei WOTC momentan, Karte. Was heißt primär die Story-Missionen? Es gibt ja... Also, das Spiel ist immer noch das gleiche. Du hast immer noch dasselbe Ziel, Avatar. Ich habe bis jetzt nur noch keine Facility angegriffen. Können wir aber heute machen. Wäre ich sogar nicht abgeneigt. Das muss ich anders machen, denn es dauert ja ewig, bis er hier lädt. Also ich weiß nicht, was du primär die WOTC Story Missions spielen meinst. Ich habe bis jetzt noch nicht eine davon gespielt. Ich habe noch keine Einrichtung. Wir hatten zwei Vergeltungsschläge bisher. Der erste war super, der zweite war ein bisschen kacke. Okay, wir werden gerufen, auf Seer Trace mit ihnen reden. Verbinden Sie ihn. Ich werde ehrlich sein, Blackwell. Ich würde lieber Higgs schicken, nach dem, was sie auf der letzten Mission gemacht haben, aber ich habe keine Alternative. Sie ist verletzt und ich werde ihre Gesundheit nicht riskieren. Okay. Schön zu sehen, dass Sie sich um meine Gesundheit kümmern. Nein, wir sind mal nicht so ich bezogen. Ich werde mein Bestes geben, Trace. Was möchten Sie, dass ich mache?
Ich ging durch die Datenprotokolle, die sie von Niari gestohlen, geholt haben. Das kombiniert mit der Info des Offiziers, den ihr auf Orfiel verhaftet, in Anführungszeichen habt, sieht interessant aus. Wie sind die Nachrichten? Was wollen Sie wissen? Wissen Sie, wer Scarlet ist? Wir haben uns geirrt. Scarlet ist der Name eines Schiffs unter dem Kommando einer gewissen Ameri Bensara. Sie ist ein hochrangiger Offizier des Schwarzen Eids, die den Angriff auf den Icarus organisiert hat. Ich bin nicht ganz sicher, da Sensorprotokolle vom Vorfall vage sind, aber ich glaube, dass sie auch während des Angriffs anwesend war. Ja, war sie. Dann kannst du vielleicht doch zuschauen. Ja, ich denke schon, Carter. Ich meine, das ist ja... Es gibt ja nicht wirklich Story-Missions in dem WOTC. Es sind... Die Missionen sind anders teilweise. Zum Beispiel die erste Vergeltungsmission war anders. Es gibt neue Missionen, aber... Und es gibt halt diese Chosen... Die Chosen haben aber keine eigene Mission. Die kommen einfach mal, wenn sie Bock haben, in eine Mission mit rein und du musst damit klarkommen. Das hat nämlich eine Mission 3 Stunden lang rausgezögert bei mir. Ich habe echt 3 Stunden dafür gebraucht. Also auch, weil ich noch einmal geladen habe, weil es war einfach nicht schaffbar. Absolut nicht schaffbar und das sehe ich nicht ein. Dass einfach mal alle Einheiten, die ich habe, weg sind. So alle. Mehr hatte ich nämlich nicht, ich habe sonst so Rookies. Gut, es werde ich einen Namen für unseren Fight haben. Reden wir über was anderes. Wo können wir diese Bensara finden? Wir wissen es nicht genau, aber Geheimdienstberichte schlagen vor, wir sollten uns auf die Republik Beldor konzentrieren. Ich bin im Kontakt mit einer Bekanntschaft von mir in der Republik Leonard Maxton. In der Republik Leonard Maxton ist die Bekanntschaft. Er arbeitet direkt für den Kanzler. Das wäre auch mal eine geile Republik. Die Republik Leonard Maxton. Unruhe und Probleme sind nichts Neues für die Republik, aber in letzter Zeit haben sie immer mehr Probleme mit einer Gruppe von Gesetzlosen. Wenigstens ist das... Es ist das, was er sagte, und das könnte mit dem Eid verbunden sein. Sie werden ihn bald treffen und er kann ihnen mehr erzählen. Jeder Hinweis ist besser als keine. Reden wir über was anderes? Irgendwelche Infos über den Grund, warum der Eid uns angegriffen hat? Nichts Genaues, aber ich zweifle daran, dass wir ein eingehendes politisches Manifest finden, das die schurkische Agenda des Eides erklärt. Wie ich es verstehe, würde ich sagen, dass wir mit einer Gruppe von politischen Extremisten zu tun haben. Die überzeugt sind, dass die Concorde der Hauptschuldige für all die Schwierigkeiten in Gemini ist. Ich kann die Stärke des Eis zu diesem Zeitpunkt nicht messen. Das ist doch etwas. Reden wir über was anderes. Ja, was kommt denn als nächstes? Scarlet steht hinter dem Angriff auf den Icarus. Sie ist Schwarze Eid hochrangig. Okay, sie ist... Ja, okay. Nach unseren Geheimdienstberichten hat sie in dem republikanischen Gebiet operiert. Und vielleicht sogar aus dem republikanischen Gebiet. Ein Bekannter, Leonard Maxton, hat zugestimmt, uns bei der Untersuchung zu helfen. Gehen Sie auf den Planeten Beldor und nehmen Sie mit ihm Kontakt auf. Er wird Ihnen sagen, was als nächstes zu tun ist. Alles klar? Yo. Super. Tun sich wieder was Dummes. Wow, dankeschön. Schön, dass du so viel Vertrauen hast. Ich muss ein bisschen nachrüsten. Wir können vorher noch einen Job machen, wenn Guter da ist. Aber die Mission will ich jetzt auch noch machen. Ich will ein bisschen weiterspielen noch. Überfall auf den Posten. Stufe 6 könnten wir mal ausprobieren. Mal gucken, wie das abgeht. Wenn wir es überleben. Affirmative. Engage Sublight. Nein, ich spiele auf Commander, Carter. Ich spiele definitiv auf Commander. Ich kann die Stärke des Eids zu diesem Zeitpunkt nicht messen. Nice, das starke Ei. Nicht das Eis, der Eid. Ich spiele auf Commander. Karte, nicht auf Veteran. Weil ich mir dachte, ach komm, eine Stufe höher kann ja nicht schaden. Aber ich sag dir, diese Chosen sind so pervers. Boah, und die sind so unfair. Und die werden stärker mit der Zeit. Die bilden sich selbst aus für neue Fähigkeiten. Ach so, war eine Frage. Ja, ist ja alles in Ordnung. Ich dachte nur, ich hätte irgendeinen Indiz dafür gegeben, dass ich auf Veteran spiele und das habe ich eigentlich nicht. Was ich ein bisschen vermisse, im zweiten Teil gab es hier noch so eine Verbesserung für den Antrieb, dass man nochmal 100% schneller fliegen konnte. Das hätte ich gerne für sowas hier zum Beispiel. Aber gut, da kann ich mich wieder hinporten lassen. Allerdings kriegt man so auch die Karte schlechter zusammen. Oh oh. Oh crap. Au. Natürlich kriege ich jetzt wieder auf die Schnauze. Ich kann ihn nicht mal anvisieren.
kann damit echt nicht mal Raketen abwehren. Das ist ja total bescheuert. Initiating sublight. Arriving at the construction site. Our goal is to prevent the construction. Ich komme überhaupt nicht voran irgendwie. Ich kann nicht auf das Ding feuern, es ist zu weit weg. Nice, dann. Okay, Anlage zerstört. Sehr einfach, so eine Anlage zu zerstören, hätte ich gedacht. Und dafür gab es eine Menge EP. Lass mich doch nicht weiter von euch ballern, ihr Penner. Ist ja grausig. Au, au, au. Wie die mich echt noch erreichen? Ich bin auf Unterlichtantrieb. Mit voller Geschwindigkeit. Und die kommen sogar näher, ey. Ich glaube, es hackt. Das sind nur fucking Raketen. Die dürften gar nicht so viel haben. Okay, versuchen wir mal dahin zu jumpen und mal zu gucken. Auf Beldor oder wie auch immer. Cool, dass man hier mit dem T-Antrieb so reisen kann. We're entering enemy territory. Ja, hab ja schon einen getroffen. In der ersten Mission hast du einen getroffen mit 4 Rookies. In der ersten. Das war ja ultra mega unfair. Also das gab's bei mir auf gar keinen Fall. Schade, dass wir hier keine Karte bekommen. Das wäre echt angenehm. Realigning course. Okay, aber hey, ein zweiter Planet, neue Schiffe. Können wir uns ja mal angucken, was es hier so Schönes gibt und was die Designs noch hergeben. Finde ich auch immer sehr wichtig bei so einem Game. Wenn mir die Schiffsdesigns nicht gefallen, dann... Nee. Habe ich jetzt gemerkt bei Battlestar Galactica, die sehen alle immer so aus wie so eine Weltraumtube, also Weltraum-Mayo-Tube, so ein bisschen. Wie so eine Mayonnaise-Tube einfach. Oh, guck mal, der Hintergrund ist cool. Man landet also nicht direkt in der Stadt. Na dann, Maxton, Blackwell, Trace sagte mir, ich soll sie erwarten. Es ist mir ein Vergnügen. Gleichfalls. Das ist das Wichtigste. Wir haben Probleme mit einer Gruppe von Gesetzlosen. Am Anfang waren sie keine wirkliche Bedrohung, aber in letzter Zeit waren sie auch in die örtlichen Unruhen verwickelt. Scarlet, das Schiff, über das sich Raynor erkundigte, war in die meisten dieser Vorfälle, wenn nicht in allen, anwesend. Wir verfolgen die Gruppe seither nur vorsichtshalber. Ich habe einige Fragen. Können Sie bestätigen, dass dies tatsächlich die Scarlet ist, die wir suchen? Ja, es wird von Benzerra kommandiert, aber so viel wir wissen, ist sie ein niedriger Kommandant. Der Geheimdienst hat sie nicht als wichtig markiert, aber nachdem ich mit Ray gesprochen habe, zweifle ich daran. Ich lasse sie wissen, was ich herausfinde. In der Zwischenzeit möchte ich etwas anderes fragen. Ist die Gruppe, die Sie erwähnt haben, der Schwarze Eid? Inoffiziell, ja, darauf können sie Gift nehmen. Daran, ja. Sie sind bisher nicht problematisch gewesen und die örtlichen Sicherheitskräfte haben sie zum Großteil ignoriert. Aber die Dinge haben sich geändert. Vor allem seit ihr Concord-Leute das Problem mit eurem Schiff hattet. Was meinen Sie damit? Wie gesagt, wir haben die Gruppe verfolgt. Sie haben ihre Aktivitäten nach dem Vorfall erhöht. Es muss nicht zusammenhängen, aber ich glaube nicht an solche Zufälle. Das ist wahr. Lassen Sie mich eine andere Frage stellen? Nein, doch nicht. Ich gehe dann mal lieber. Das könnte besser sein. Die Concord ist kein Favorit in diesen Gebieten. Und je früher sie ihre Arbeit hier beenden, desto besser. Woher kommt der Hass? Wir haben der Republik nichts getan. Im Ernst? Sie kommen aus Sol. Die meisten, wenn nicht alle von euch, sind ehemalige Imps. Also Imperiale. Und Sol ist wirklich das Sonnensystem mit gemeint, das aber keinen Kontakt mehr zu Gemini hat oder irgendwie sowas. Ich habe, wie gesagt, das erste Spiel auch nicht gespielt. Und sie fragen sich, warum die Einheimischen euch nicht mögen? Aber wir sind nicht das Imperium. Spielt keine Rolle. Für die meisten Leute hier seid ihr es. Und viele haben jemanden im Krieg verloren. Also es gab anscheinend einen Krieg mit dem Imperium von Sol und Gemini. Leute können das nicht so leicht vergessen, aber verwickeln wir uns nicht in Politik. Wir haben wichtigere Arbeit, wir beide. Dem kann ich nur zustimmen. Wo finde ich diese Benzerra? Sie wurde zuletzt in Nexus gesehen. Ich schicke den Bestimmungsort des Schiffstransponders. Sie sollten sie erkennen, wenn sie in die Nähe kommen. Danke, Maxton. Ich werde sie einbringen und mit der Dame plaudern. Das klingt komisch. Trace wird sicherlich alle nützlichen Infos
die sie von ihr bekommen, weitergeben. Maxen Ende. Ach so, ja, an ihn weitergeben. Okay, das war ein komischer Satz. So, die machen wir so. Wie viel Geld habe ich? Ich habe 800.000. Wir könnten mal in die Schiffswerft gucken. Hier haben wir nämlich den Squire her. Das war unser Schiff. Eine schöne Fregatte. Der Legionär. Die sieht cool aus. Das sieht wirklich aus wie eine Fregatte, die ich mir vorstellen könnte, dass man sie baut. Obwohl sie halt total ineffizient wäre. Der Prätorianer ist auch nice. 81 Millionen, wow. Das ist ein Dreadnought. Der sieht cool aus. Und da hat man eben 8 Geschütztürme, leichte Batterien an der Seite. 6 vorne. 6 hinten. Wow, das Schiff ist ja ein Monstrum. Das Schiff ist ja ein absolutes Monstrum. 16 Leute kann es gleichzeitig transportieren. Der Schildgenerator hat 50.000 Stärke bei dem Ding. Meiner hat gerade 3.200. Wow. Sensorenreichweite ist aber gleich groß. Das finde ich komisch. Also steht ja immer aktuelles und gewähltes. Das gewählte ist das hier und das aktuelle ist das, was ich gerade fliege. Der Traktor schaltet auch nicht mehr Reichweite. Er hat einen Hangar. Das Schiff würde mir gefallen, wenn man mal in Richtung Dreadnought kommt. Das sieht nämlich echt gut aus. Wunderschönes Design hier, die Schiffe. Der Legionär, den könnte man sich auch antun. Er hat hinten schwere Batterien, aber ich hätte gerne einen mit leichten Batterien noch hinten. Kann ein paar Leute mehr transportieren mit dem Transporter. Wie viel Schild? Oh, wirklich? Hat weniger Schilde? 11.000 Rumpf. Ja, da hat er zumindest mehr. Wir können übrigens auch vergleichen. Da können wir hier direkt vergleichen, die ganzen Sachen. Und sehen halt die Konfigurationen. Hätte ich aber nicht gedacht. Der hat viel, viel mehr Rumpf als wir. Kann auch viel mehr Fracht tragen, das Doppelte. Aber hat so schwache Schilde nur? So einen schwachen Schildgenerator? Wirklich. Strange. Können wir an unserer Bewaffnung was ändern? Oh, ich habe wieder neues Zeug, das verkaufen kann. Das ist sehr gut. Trockendog. Was haben wir denn für eine schöne Bewaffnung möglich? Wir können hier eine Void 2 hinsetzen. Dafür haben wir sogar genug Geld. Ich hätte aber gerne neue schwere Waffen, ehrlich gesagt. Wir sind alle sauteuer. Guck mal, die leichteste Rakete kostet schon 849.000. 440, 710 und die macht sogar weniger Schaden. Eine Singularität wäre nett. Aber unsere ist eigentlich dafür schon ziemlich gut. Singularität, wenn wir die hier kaufen könnten, für 2 Millionen, dann wäre das passend. Aber momentan, nope. Ich glaube, wir holen uns eine Void 2. Habe ich die jetzt noch? Ja, okay. Das heißt, ich kann sie noch verkaufen. Das ist gut. Ja, okay. Die wäre gleich stark. Die NPC 2. Okay, gut. We bid you farewell. Oh, das war dumm. Ich wollte doch noch... jetzt zum Händler und die Sachen verkaufen. Weil, warum soll ich die mir... denn hier rumfliegen lassen. Den Bohrloch-Torpedo verkaufe ich auch, weil ich den Kram eh nicht machen will. Aber wir haben echt T-Antriebe. Die sind sauteuer. Guck mal, 35.000 für einen. Der Torrent-Antrieb oder T-Antrieb kann ein ganzes Schiff sofort an einen anderen, entfernten Ort transportieren. Jede T-Antriebladung hat eine begrenzte Sprungreichweite. Längere Sprünge bedeuten, dass man mehr Ladungen benutzen muss. Ja, genau. Wir können uns einen Schildbooster holen. Wir holen uns mal ein bisschen Schildbooster. Holen wir uns mal 4. Okay. Wie sieht das jetzt aus im Trockendock? Nein. Anpassen können wir es theoretisch auch, aber nee. Ich dachte, ich könnte das hier... Hier war's. Okay. Oh, was fehlt uns hier denn? Hier haben wir jetzt auch was verbraucht. Ach, das war der Schaden. Dann nehme ich lieber den Schildbooster rein. Okay, weil wir die nämlich im Dock montieren müssen. So, wir haben neue Planeten zugefügt, die Geminipedia und so weiter. Ach so, das ist die erste WOTC-Mission. Ich verstehe, ja, ja, okay. Aber vor allem, Carter, ich glaube, du wirst ein bisschen angepisst sein oder nochmal anfangen wollen, weil die Mission endet nicht, wenn man die 2 geholt hat. Das sind doch 3 aufeinanderfolgende Missionen.
T-Antriebe. Ja, die laufen lecker mit Earl Grey. Immerhin ist das... guck mal. Wie wir direkt komplett Belo aufgedeckt haben. Das ist ja geil. Jetzt müssen wir da hoch. Das ist aber wirklich geil. Ja, wir können ins T-Gate-Netzwerk eintreten, aber dummerweise kostet uns das. Aber T-Gates sind praktisch, ja, wir können zum Beispiel von hier oben hin. Das sind praktisch Hypergates, mit denen man einfach instant springen kann, von einem Gate zum anderen. Genauso Wurmlöcher führen aber in eine unbekannte Richtung. Wir haben noch keins erforscht, wir sind noch nicht eins reingeflogen, das sollten wir mal machen. Hier unten ist eine Militärstation, da ist eine Industriestation. Corian, Belor, Sora, okay. Wir springen jetzt einfach mal hier hoch und gucken mal, was da oben ist. Ich hoffe mal, dass das funktioniert und dass wir nicht einfach jetzt weggeballert werden, weil wir nicht gegrindet haben in irgendeiner Form oder noch ein paar normale kleine Aufträge gemacht haben. Ich muss gerade mit meinen 4 Rookies plus Helena und Mox vor den unendlichen Lost-Ärschen fliehen. Ja, da kommt noch was, Carter, freu dich. Glaube ich zumindest. Ah, oh, sehr gut, wir sind aufgestiegen, weil wir die Karte, weil wir da wahrscheinlich irgendwie ein bisschen was gerade gefunden haben. Yeah, warte mal, jetzt können wir doch gerade mit Flight unsere Boni verbessern. Ja, da geht nichts. Und da habe ich keinen, schade. Wir haben nur einen Fähigkeitspunkt bekommen, nichts weiter. Ja, es wäre besser, wenn du sie nochmal machst, glaube ich. Weil, kam schon Madame Assassine bei dir? Wenn ja, weißt du, was ich meine. Wenn, what the fuck? Sind wir gerade irgendwie zwischen den Universen oder was ist hier los? Sind wir gerade in der Big Void? Guck mal, wie... Okay, es ist nur nicht nachgeladen. Okay, cool. Das sah schon geil aus. Du willst mich verarschen, oder? Das soll die sein? Das ist die Idee? Und ich soll die alle zerstören. Oh, crap. Und das ist die Scarlet. Das könnte ein bisschen tödlich sein. Just saying. Es könnte sein, dass ich das nicht schaffe. Fire at will. Manual targeting disengaged. Okay, zerstören wir die Scarlet. Wow, ist die heftig. Die haut ja voll rein, die Scarlet. Ja, ich will die im Blick behalten. Alter, tut das weh. Au, au, au. Ja, ich merke, dass das Schild gerade ein bisschen angerotzt wird. Ah, oh, die Orpheus-Mine war aber geil. Ich komme noch nicht so ganz mit der Steuerung klar manchmal hier. Okay, Begleitschiff down. Ich kann die irgendwie auch anders anwählen, glaube ich. Ah, schau das an. Geil. She's getting away. So mächtig. What? Initiating sublight. Das ist aber nicht nett. Die dämliche Trolle haut einfach ab. Ich muss noch ein bisschen lernen, wie man hier ordentlich navigiert. Beim Kampf. Das kann ich noch nicht so gut. Finde ich ein bisschen schwer. Manchmal ist es so ein bisschen wirr, wo die sich gerade befinden. Okay. Wir könnten die Idee überfallen noch. Aber zur Müllhalde. Oh nein, habe ich Umweltspezialist genommen? Ich glaube nämlich nicht. Nee, ich habe keinen Umweltkenner. Damn it. Das würde mir jetzt zugutekommen. Halben Schaden nur noch oder sowas. Wäre sehr mächtig. Irgendwo muss es auch einen Shortcut geben. Du gibst immer noch nicht auf, Korn. Schauen Sie sich die Situation an, Benzera. Ich habe Ihren Begleitschuss geschlagen und bin Ihnen hergefolgt. Sie können nicht fliehen.
Wenn wir nicht kämpfen, was bleibt? Wir können kämpfen. Oder ergeben sie sich und ich werde dafür sorgen, dass ihre Mannschaft unversehrt bleibt und befreit wird. Ein neues Blutvergießen ist nicht nötig. Ich glaube, ich nehme mal Diplomatie, weil warum nicht? Sehr gut, ich werde ihrem lächerlichen Prozess gegenübertreten, aber meine Mannschaft wird sofort freigelassen. Keine Besprechung oder Vernehmung. Ich verspreche es. Ich schalte Energie ab und breche biometrische Abschirmung ab. Ihr könnt an Bord von der Scarlet gehen. We've entered a hostile region. Benzera ist in Haft, Ma'am. Wir bringen sie rein. Was sollen wir mit der Scarlet machen? Sollen sie abbauen und nehmen, was sie können? Sie werden eine Begleitflotte schicken, das Schiff zu holen. Lasst mich wissen, dass wir Benzera zurückbringen, damit sie die Konsequenzen trägt. Ich schicke eine Ingenieurstruppe. Sie sollen abbauen und nehmen, was sie können. Ja, warum nicht? Aber ich will sie eigentlich verkaufen. Sollen wir das von unserer Situation Kenntnis setzen, das Hauptquartier? Benachrichtigt Concordia von unserem Fortschritt. Lasst sie wissen, dass wir Benzera zurückbringen, damit sie die Konsequenzen trägt. Jawohl. It's been a hell of a ride. Wir haben eine schwere Waffe geborgen. Oh, cool. Das ist nice. Ich weiß nicht, dass das geht. Wow, guck mal, das Schiff ist doppelt so groß wie wir. Das war eine Fregatte, die wir da gerade weggeballert haben. Okay, das war heftig. Das war heftig. Wiederverwertungsanlage. Warte mal, ich will gucken. Oh, wir haben noch eine Kerberos bekommen. Okay, cool. 300.000. Und eine Flegel 3. Okay, cool. Aber lustig. Ich überrasche das Spiel immer wieder. Helena hat nur noch ein HP und ich habe kein Medikit. Oh, das ist so kacke. Und die Alte hast du schon gekillt. Okay, du musstest ja nur noch rauskommen. Dann wäre es sogar vorbei, Carter. Wenn du rauskommst, schaffst du es. Also dann hast du es gepackt. Illegal in dieser Zone, Plasmagewehre. Ja, schön. Wow! Okay, das sah cool aus. Du gehst nicht mit ihr weg, Korn. Ja, gegen das Schiff habe ich auch keine Chance. Sie bewaffnen ihre Waffen. Ja, sie haben sogar Waffen auf den Waffen. Oh, geil. Geil. Waffenception machen die gerade. Da sitzen gerade draußen Leute auf den Geschütztürmen und schrauben weitere Geschütztürme drauf. Just to threaten us. Geil. I heard you like weapons, dog. So we put weapons on our weapons, so you can weapon while you weapon. Das ist geil. Holt uns hier raus. Benutzen Sie den T-Antrieb. Negativ. Sie benutzen eine Art von Störsender, of course. Dann kämpfen wir uns durch auf Gefechtsstation. Willst du mich verarschen? Go, 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 go! Ich kann nichts tun? Oh mein Gott! I'm almost dead! Sit tight, sagt er! Ah, sagt sit tight! Ich sehe nichts mehr, ich weiß nicht, was hier passiert, ich sterbe! Oh, da sind sie! Oh, cool! Yay, ich bin tot! Okay, cool! Schön, dass wir hier ein geiles, fettes Schiff bei uns haben, während ich gerade total zerfetzt wurde. Ammo storage depleted. Rearming needed. Im letzten Augenblick, Leute, wir waren schon tot. Wir waren schon auf Null. Ja, das Pistolen schießen, ne? Geil. Im letzten Augenblick, wie man es sagt. Haha, Gerlinde, ha, ja, es war toll. Guck mal, wir brennen. Ich hätte sie nehmen können. Nee, hätten wir nicht. Werden sie nicht schaffen können. Aber ich schätze die Unterstützung. Sei nur dankbar, dass wir kamen, als wir kamen. Ja. Denn sonst wären wir gekommen, während wir kommen. Super. Es gab eine Änderung der Pläne. Sie begleiten Maxen zum Planeten Beldor. Wir können ihnen diese Verbrecherin nicht übergeben. Sie
Sie muss dafür, was sie uns angetan hat, vor Gericht stehen. Ich bringe Benzerra zurück nach Concordia. Sie gehen mit Maxton um ihre Erkenntnisse dem Kanzler Figueroa zu präsentieren. Ist das klar? Aber wieso ich? Sie sind nur das einzige Zeuge, dass Sendschuk mit einer bekannten kriminellen Gruppe arbeitet. Der Kanzler muss das direkt von Ihnen hören. Außerdem ist es gut für das öffentliche Bild der Concord in der Zusammenarbeit mit der Republik gesehen zu werden. Wissen Sie? Logisch. Reisen wir zusammen oder treffen wir uns dort? Ich muss noch eine andere Sache vor Bildo erledigen. Kontaktieren Sie mich, wenn ihr landet. Das war interessant wie immer. Trace Maxton Ende. Ich habe das Gefühl, ich hätte hier nicht mit einer Corvette ankommen sollen. Ich meine, ich habe das Gefühl, ich hätte nicht gewinnen dürfen. Aber vielleicht hätte mir eine Fregatte ein bisschen mehr helfen können als das Ding hier. Ich wurde ziemlich schön weggeballert, aber so richtig übel. So richtig übel wurde ich weggeballert. Neu ist sicher einfacher als zu reparieren. Das war ein Storydown. Ja, das war definitiv ein Storydown. Türkische Klubobwurst, Sendschuk arbeitet mit einer kriminellen Vereinigung. Ja, neueste News. Könnte vom Postillon sein. Der arbeitet mit der polnischen Mafia, ja. Die türkische Knoblauchwurst. Geil. Nice. So, wir müssen jetzt aber auf jeden Fall hier weg, weil... Ouch. That hurt. Really hurt. Die Frage ist, wo gehe ich? Ich gehe mal hier zu dem. Acquiring new coordinates. Affirmative. Aha, guck mal. 100.000 Flottenkraft, Fraktion Belder Republik. Sora Barony, Erträge 74, was auch immer pro Woche. Erz wahrscheinlich. 500 Schleim, nee, das ist Gas. Plus ein maximale superkapitale Schiffskapazität. Super Capital Ships, nice. Also irgendwie muss man die erobern können, ich weiß nur nicht wie. Oh Gott, guckt euch die Flottenkräfte an, das ist ja pervers. Alle 100.000 Flottenkraft. Wie kann ich einen Sektor übernehmen? Ich will einen Sektor übernehmen, Leute, sagt mir das mal. Sag mir mal, wie ich das machen kann. Ich will unbedingt einen Sektor übernehmen. Ich meine, ich habe nur einen fucking Corvette, aber wir machen das. Türkische Knoblauch aus Sendschuk arbeitet mit der polnischen Mafia, um Pläne zur Wiedererlangung der 27 extra Käse voranzutreiben. Ja, Wiedererlangung schreibt übrigens groß. Beste Headline, ja. Bild sprach zuerst mit dem Toten, Leute, wisst ihr Bescheid. Bild sprach zuerst mit dem Toten. Wir gehen jetzt auf jeden Fall noch nicht zu dem Planeten. Ich würde mir die Gasblase gerne mal antun. Das klingt auch irgendwie komisch. Sieht cool aus, oder? Das Gas extrahieren. Mehr Fracht. Course adjusted. Jetzt gehen wir erstmal zur Sora. Affirmative. Der ollen Schabragge. Ich würde gern T-Antrieb nutzen. Kann ich das? Das ist Gehe zu. Das ist Unterlicht. Aha. Wie kann ich den T-Antrieb nutzen? Hierüber? Oh ja, aber eine Begegnungsmission, aber die mache ich jetzt nicht. Ich bin in komplett unbekanntem Gebiet. Das ist mir zu gefährlich.